Hallo Freunde und herzlich willkommen zum zweiten Part Mafia 3. Ja, wir waren ja eigentlich gerade in der Bank, sind aber jetzt wieder durch eine Rückblende eine Woche vor dem Geschehen des Banküberfalls geschickt worden. Und müssen jetzt erstmal zu Sammys Bar, denn da wartet sein Alter auf ihn. Und ja, machen wir das. Machen wir doch jetzt. Fahren wir einfach mal ein bisschen durch die Stadt. Sammy, geht's gut? Seit das Telegramm kam, dass du heimkommst, saß er auf glühenden Kohlen. Und wenn das Flugzeug abstürzt, wenn der Zug Verspätung hat, wenn die ihn zurückbeordern, dann hat er sich mit einem Whisky ans Küchenfenster gestellt, als ob er dachte, du kämpfst gleich den Bürgersteig lang. Wow. Sag aber nicht, dass ich dir das erzählt habe. Mach ich nicht. Seit der Sache mit Mama... Ach, Scheiße, du weißt ja, wie er manchmal ist. Er wird froh sein, wenn du da bist. Oh, oh, ich habe mich verfahren, oder? Warum soll ich denn wenden, wenn das Ziel da hinten ist, okay? Moment, wir machen nochmal die Karte auf. Ah, okay, hier kommen wir nicht mehr weiter. Aber wir hätten doch jetzt... Na gut, fahren wir mal. Der Wegbeschreibung. Erstmal hinterher. Oh, da ist Polizei. Links abgebogen, okay. Oh, aber wir werden ja nicht gesucht oder so. Noch haben wir ja keinen Blödsinn gemacht. So, wo haben wir hier die Handbremse? Ah, okay, auf B. Polizeibeobachtung. Die Polizei greift dich an, wenn du in ihrem Sichtbereich Verbrechen begehst, dich verdächtig verhältst oder auch nur gegen Verkehrsregeln verstößt. Okay. Dann sind wir mal gespannt. Erinnerst du dich noch an Marty und Ron Langford? Da war gerade hier eine Polizei, aber... Empire Bay, als du gerade ein Jahr weg warst. Sie verkaufen Gras. Die haben angerufen und gefragt, ob ich was haben will. Ich hab ja gesagt, ist für mich wie geschenktes Geld. Jedenfalls vor einem Monat kriege ich Post von Ron. Boah. Sie steigen in den Heroinmarkt ein und suchen einen Partner für hier unten. Glaub nicht, dass Sammy da scharf drauf war. Von dem Gras habe ich ihm nie erzählt, geht keinem was an. Aber darüber muss ich mit ihm reden. Keine drei Worte und er brüllt los von wegen FBI und dass wir J. Edgar in den Hals kriegen. Und was mir einfällt, Dope zu verkaufen, wenn Kinder im Viertel rumrennen. Wir verkaufen kein Dope an Kinder. Aber jetzt mal ohne Scheiß. H. ist kein Joke. Ich kannte ein paar Typen mit Namen, die es vertickt haben. Haben sich dann mit den Falschen angelegt und man hat ihnen die Kehlen durchgeschnitten. Scheiße, Mann, das weiß ich doch. Deswegen rede ich mit Georgie drüber. Das lässt Sal sich niemals gefallen. Georgie sagt, er kann es vor seinem Alten verheimlichen. Wir meiden das Hollow und Frisco und verkaufen nur im French Walk. Georgies Onkel Lou hält das Maul, solange wir ihm seinen Anteil geben. Ich weiß nicht, Mann. Georgie ist ein cooler Typ und alles, aber H ist kein Spiel. Mach doch mit. Er hat sicher nichts dagegen, wenn wir durch drei teilen. Weiß nicht. Ich zieh mich mal zurück und denk eine Runde nach. Ja gut, schon klar. Hm, okay. Also wir sind hier jetzt auch schon mehrmals so ein bisschen an Polizei vorbeigefahren. Also anscheinend muss man da ein bisschen mehr machen, als nur zu schnell zu fahren. Das hat die noch gar nicht interessiert. Wenn du erst mal angekommen bist, dachte ich, wir schauen in diesem neuen Laden im French Ward vorbei. Mit zwei Mädels vielleicht. Und mit wem soll ich da hingehen? Mit deiner Großtante Beatrix? Oh Gott, habe ich dir schon erzählt, dass ich sie mal ohne Bluse gesehen habe? Diese Frau hat die gruseligsten Hängetitten, die ich je gesehen habe. Oh, wir sind da. Oh, Entschuldigung, ich musste nur parken. Mit nichts drin. Na klar, zufällig. Hey Mann, fick dich. Ich hatte verdammtes Glück, dass ich das überlebt habe. Jedenfalls, du gehst mit Ray... So, ich stell mich einfach mal hier vor die Garage, oder? Die gehört doch wahrscheinlich dazu. Komm, wir gehen vorne rein. Alles. Ja, ich bin ja hier schon. Komm. Seht mal, wen ich beim Schnorren vor dem Bahnhof aufgelesen habe. Hey, freut mich, Mann. Hallo. Mann, du solltest doch Lincoln Clay heimbringen. Nicht den Mordsnigger, der ihn gefressen hat. So sieht's aus, alter Mann. Ich wäre endlich mal da, wo Leute kochen können. Hey, willkommen daheim, mein Junge. Wie geht's? Ah, vielleicht geht's gleich, wenn ich was zu trinken bekomme. Den Kornwhisky hast du ja immer schon geliebt. Alle herhören, ich will was sagen.
Mein Vater meinte immer, dass sich der Wert eines Mannes in der Spur zeigt, die er hinterlässt. Als Lincoln mir eröffnet hat, dass er zum Militär will, war ich dagegen. Zu gefährlich, sag ich. Lass doch die anderen sich die Köpfe einschlagen. Doch dann habe ich erkannt, Lincoln muss da raus und seine Spur hinterlassen. Und genau das hat er auch getan. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Komm hier. Hey. Hey. Siehst gut aus. Schön, dich zu sehen, Lincoln. Ich hab für dich gebetet. Danke, Pater. Vielen Dank dafür. Okay, wer säuft sich jetzt alles die Hucke voll? Was fühlt man, wenn man aus dem Krieg zurückkommt? Erleichterung? Furcht? Schuld? Es ist, als wäre man gefangen. In einem dunklen Raum. Ohne einen Ausweg. Und jede Angst, jeder Albtraum, den man je hatte, ist mit dir in diesem Raum. Keine Chance zu fliehen. Kein Entrinnen. Doch dann, eines Tages, öffnet sich eine Tür und man kann gehen. Einfach so. Aber man hat mit dem Terror und der Todesangst seinen Frieden gemacht. Das alles gehört nun zu dir. Und du hast Angst, dich davon zu trennen. Aber was bleibt einem übrig? Jeder Soldat muss dadurch. Ein jeder auf seine Art. Oh Mann, werde ich morgen Schädel haben. Ach komm, schlaf dich einfach aus. Dein Zimmer ist noch so wie früher. Ich leg mich lieber in den Keller. Wieso in den Keller? Du willst doch nicht etwa da unten pennen, ne? Wir sehen uns morgen früh. Mann, oh Mann, der Krieg hat dich wohl völlig weich in der Birne gemacht, ne? Tja, das war eine dicke Party. Alle haben sich gefreut, dass wir wieder zu Hause sind. Aber, tja, der Krieg hat einen verändert. Und, schon alleine komisch, dass er im Keller schlafen will. Aber, naja, wenn er das möchte, dann hauen wir uns einfach hier irgendwo hin, ne? Oder was? Ah, da ist das Bett. Oh, ist doch ganz schnuckig hier unten, oder? Was will man mehr? Hier, sogar Doppelwaschbecken. Oh, was ist das? Playboy-Magazin, 1 von 4. Delray Hollow. Okay. Das haben wir jetzt also eingesammelt. Hier haben wir ein Pferderennen, das gerade aktuell läuft. Okay. Gucken wir uns einfach nochmal ein bisschen um. Hier noch irgendetwas gibt. Okay, hier ist nichts. Tja, nur Bierfässer oder Weinfässer oder Whiskyfässer könnten das ja auch sein. Alles für die Bar, okay. Oh, was ist das? 1 von 4 Delray Hollow Vargas Gemälde. Ah, okay, das ist doch dasselbe wie von dem Playboy. Wir können ja mal gucken, ob wir das irgendwo auch anschauen können. Da Journal Sammlungen. Okay, also das heißt hier 2% abgeschlossen. Da haben wir jetzt das Bild Entertainment for Man.
vom August 1964 vom Playboy. Da würde mich mal interessieren, ob das auch wirklich original ist. Aber ich schätze mal schon, oder? Also das ist ja auch das originale Playboy-Zeichen. Ist ja eigentlich ganz interessant. So, gucken wir mal. Vargas-Sammlung. Hier haben wir eine Zeichnung, ein Porträt. Interessant, okay. Mal gucken, was wir da noch alles sammeln. So, jetzt werden wir uns erstmal ein bisschen hinhauen, denn es war ja ein anstrengender Abend. Erstmal ein bisschen durchatmen, ausruhen, schlafen. Okay, das war anscheinend ein Albtraum. Rede mit Sammy und Alice. Okay. Also wieder nach oben. Also innen drin sieht das alles sehr, sehr hübsch aus von der Grafik. Was mir leider ein bisschen negativ aufgefallen ist, zumindest hier bei der Xbox One Version, ist, dass es draußen ziemlich, ja, die Grafik ein bisschen matschig aussieht. Aber... Ich aus dem letzten Loch und zahlen Lebensmittel für das ganze Viertel, so eine Scheiße. Hör auf, so zu reden. Das wäre nie passiert, wenn du auf mich gehört hättest. Was ist denn passiert? Mach du dir keine Sorgen darüber, Lincoln. Ich habe alles unter Kontrolle. Unter Kontrolle? Verdammt nochmal, mach die Augen auf. Junge, ich war nicht nochmal. Ganz wie du willst, alter Mann. Lass ihn gehen. Der beruhigt sich wieder. Willst du mir sagen, wieso er sich so aufregt? Wir haben Probleme mit den Haitianern. Aber wie gesagt, alles unter Kontrolle. Okay, alles eingeladen. Ich denke, wir haben genug für... Soll ich später wiederkommen? Zur Feier, dass du unversehrt heimgekehrt bist, habe ich Pater James eine Spende zukommen lassen. Und zwar Nahrungsmittel, die er an bedürftige Familien verteilen kann. Vielleicht willst du mir helfen, Lincoln, dann kannst du dir dein Viertel mal ansehen. Wie ernst ist die Sache mit den Haitianern? Du kennst doch Alice. Wenn den mal einer schief anschaut, flippt er doch immer gleich aus. Also dann, ich komm später wieder. Quatsch. Lincoln muss mal raus. Hab einen schönen Tag. Außerdem ist doch gut, wenn ihr ein bisschen Zeit zusammen verbringt. Na los. Die Leute warten schon auf ihr Essen. Okay. Oh, ich habe Lincoln oft gesehen, seit seiner Rückkehr. Er wollte raus aus der Stadt, hat er mir erzählt, nach Kalifornien rüber. Irgendein Freund aus der Army hätte ihm einen Job bei der Mare Island Werft verschaffen können. Er ist nur zurückgekommen, um sich von Alice und Sammy zu verabschieden. Aber dann hat er mitbekommen, dass Sammy Ärger mit diesen Haitianern hatte. Und so entschied er, sich zu bleiben. Diese Haitianer sind richtig üble Typen. Doch er wollte Sammy helfen. Was auch der Krieg aus ihm gemacht hatte. Er war loyal wie immer. Das ist ja schon mal eine gute Eigenschaft. Dann gehen wir mal den Leuten ein bisschen was zu essen bringen. Suppküche. Warm Hearts. Okay. Ich denke, als Schweißer arbeiten. 3 Monate Ausbildung, dann lässt die Gewerkschaft dich rein. Hast du Sammy und Alice erzählt? Noch nicht. Ich wollte ein paar Tage warten und sie nicht damit überfallen, wo ich gerade erst wieder hier bin. Sie werden das nicht gern hören, aber sie kommen damit klar. Du musst tun, was für dich das Beste ist. Jetzt bedien mal die Leute. Ich bin gleich wieder da. Okay, wo gehst du hin? Was? Wir gehen doch direkt mal gucken, was er da macht. Es wird dir gut tun, dich der Gemeinde wieder anzuschließen. Die Leute haben dich vermisst. Was hast du da? Aha, Kisten. Okay, oh, hier liegt was. Eine Schallplatte. Albumcover. Ah, okay. Das heißt...
Albumcovers können wir hier auch sammeln, alte. Und was machst du hier? Das sieht aus wie ein leckerer Hamburger Patty, okay. Na gut, dann geben wir den Leuten mal ihre Suppe. Grüß Sammy von mir, Lincoln. Mach ich. Bitteschön. Warme Mahlzeit, warmes Herz, ganz gewiss. Hier bitte dein Gumbo. Bitte sehr. Danke. Kein Problem. Lass es dir schmecken. Hallo. Hallo. Bitte sehr. Was du hier tust, ist ein wahrer Segen für uns, Lincoln. Vielen Dank. Nicht der Rede wert, Ma'am. Kein Problem, machen wir gerne. Erst 2 Tage hier und die schicken dich schon arbeiten? Ah, ich mach das gern. Hier, bitte sehr. Bedeutet auch für dich, Gumbo. Ziel. Sehr schön. Auch für dich. Ist er nicht alt, Junge. Das ist eine verdammte Quälerei. Ich guck mal, was ich machen kann. Okay, keiner mehr da. Alles klar, können wir ja. Oh. Wie geht's, Regine? Mir geht's gut. Schön, dich mal wieder im Hollow zu sehen. Schön, diese großen braunen Augen wieder zu sehen. Nun, die sind meist drüben bei meiner Tante zusammen. Oh, da draußen kommt Ärger. Du musst mal vorbeikommen. Oder? Lincoln, es gibt Ärger! Renn weg, Reggie! Ach, du Scheiße! Wenn wir mit dir fertig sind, ist Sammy dran! Wow! Das ist nicht... Okay, über die Deckung springen, okay. Und jetzt... Oh! Euch was schämen! Wow! Okay, krass. Das? Alte Knochenzähne oder was waren das? François Papadoc Duvalier wurde 1957 zum Präsidenten Haitis gewählt. Bis 1959 schuf er eine Geheimpolizei mit Namen Tonton Macoute und wer konnte, der floh. Die meisten Flüchtlinge siedelten sich im Süden der Vereinigten Staaten an, darunter auch eine Anzahl Schwerkrimineller. Und die bildeten den Kern der späteren Haitianer-Gang. Lincoln erfuhr, dass sie aus den Sümpfen operierten. Ihr Boss war ein Mann namens Barker. Ah, schon fertig bei Pater James? Gab Stress mit den Haitianern. Sag jetzt, was los ist. Was geht hier wirklich ab? Tja, ist wohl besser so. Ja, raus mit der Sprache. Vor 6 oder 7 Monaten fing's an. Die Leute im Hollow wurden ausgeraubt. Geld, Wertsachen. Dies und das eben. Schon bald hatten wir raus, wer es war, die Haitianer. Dann waren die Bâtards sans valeur scharf auf die Lotterie. Um wie viel geht's dabei? Wie viel? Genug für einen riesen Schuldenberg bei Selma Carno. Wir können ihn seit 3 Monaten nicht bezahlen. Ach du Scheiße. Wenn ich sie mir vornehme, verschafft uns das Luft bei Marcano, richtig? Überlass mir mal, Sal. Wir kennen uns schon ewig. Aber die Sache mit den Haitianern, das muss endlich aufhören. Du und Alice, ihr müsst das regeln. Wo finden wir sie? In den 20ern haben die Leute in Bayou Salz gewonnen. Sogar eine kleine Siedlung gab's da unten. Als die Depression kam, verließen sie sie. Das Ganze kann nur von da ausgehen. Wir werden Waffen und Munition brauchen. Ruf die Nummer an. Aber tu's bitte nicht von hier. Sollte möglichst unauffällig sein. Oder wir durchkämmen das Hollow, schnappen jeden von diesen Schwanzlutschern und legen sie um. Thema beendet. Das Letzte, was wir hier im Viertel noch brauchen können, sind Schwarze, die sich gegenseitig killen. Wir machen das leise. Weit weg von hier.
Okay. Wenn wir die eliminieren, die ganz oben stehen, erledigt sich der Rest von ganz alleine. Glaub mir. Okay, alter Kämpfer. Ganz wie du meinst. Seid vorsichtig, ja? Die Haitianer sind heftig drauf. Die solltet ihr nie unterschätzen. Celui qui sait, diverse celle. Suscite l'hostilité. Okay. Also schnappen wir uns dann die Haitianer. Mal gucken. Oh, wir sind in den Sümpfen. Wie kann es vorbei sein? Willst du das wirklich so machen? Das Letzte, was Sie erwarten, ist ein Angriff vom Wasser aus. Fahr rüber zur Straße und bleib im Auto. Ich treffe dich da, wenn alles vorbei ist. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Vertrau mir, Alice. Bald haben wir das alles hinter uns. Okay. Oh. Schwimme zum Dock, alles klar. Wer kommt denn da? Ich glaube, der gehört nicht zu uns, oder? Okay. Gut. Ich beende dann diese Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part. Ja, ist ja kein Problem. Im nächsten Part werden wir hier rüberschwimmen und ja, werden die Haitianer erledigen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Euer No Dash Pro.